hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Susanne. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Alpha-Meister in einer Beta-Welt. Botschaften von Erzengel Michael. Übermittelt von Ronna Hermann, übersetzt von Shana. Alpha-Meister haben Vertrauen, ein starkes Gefühl der Selbstachtung und sie wissen, dass sie die Kontrolle über ihre Welt und die Zukunft haben. Ein Alpha-Meister werden befähigt uns, die rechte und die linke Gehirnhälfte zu harmonisieren, was integriertes Denken und Bewusstsein erlaubt. Einen Alpha-Zustand beizubehalten, öffnet das tiefe Unbewusste und Unterbewusste und erlaubt uns, negative, beschränkende Gedankenmuster zu transmutieren und zu verändern, die uns von der Erkenntnis unseres Potenzials und unserer Größe abhalten. Lasst die Vergangenheit los. Setzt euch Ziele für die Zukunft und lebt in der Gegenwart. Tätigkeit beginnt mit einem Gedanken. Der kontrollierende Faktor ist der Gedanke. Ihr könnt die chemischen Aktionen der Rückmeldungen eures Körpers durch eure Haltung gegenüber allen Stimuli kontrollieren, die Stress verursachen. Stress verursacht chemische Reaktionen in eurem Körper. Reaktionen, über die ihr keine Kontrolle habt, wenn sie einmal begonnen haben. Eine negative Rückmeldung oder eine Kämpfe- oder Fliehrückmeldung wird durch ein mentales Bild von etwas hervorgerufen, das ihr programmiert habt und von dem ihr glaubt, es sei bedrohlich oder zum Fürchten. Ihr werdet, was ihr denkt. Mentale Bilder werden durch einen Reiz ausgelöst. Wenn ein Reiz mit einem Gedanken assoziiert wird, wird der Gedanke zur Handlung. Negativ programmierte assoziierte Gedanken können durch eine Neuprogrammierung kontrolliert werden. Zu lernen, wie man schnell in einen Alpha-Zustand gelangt und dort bleibt, ist der Schlüssel für den Zugang zu unserer inneren Weisheit, zu unserem höheren Selbst und hilft dabei, sich mit unserer Führung und den Engelhelfern zu verbinden. Wenn ihr gute Gesundheit und Wohlsein visualisiert, setzt ihr Energien in Bewegung, die kleinsten Zellen in eurem Körper beeinflussen. Ihr verändert an erster Stelle in Wirklichkeit das, was das Problem, das Unbehagen, die Krankheit verursacht. Ihr seht das Problem vom Standpunkt einer gut eingestellten Person, der ganz und gar anders ist als der Standpunkt eines schlecht eingestellten Menschen. Ihr habt Zugang zu der Weisheit eures Körperelementals. Bald werdet ihr seine Kooperation und Hilfe bei der Wiederbeanspruchung des gesunden, vitalen, jugendlichen Körpers haben, der viele Äonen vor eurer ersten Verkörperung erschaffen wurde. Euer Adam, Eva, Kadmon, Lichtkörper. Zuerst werdet ihr euren Ätherkörper magnetisch erleuchten und perfektionieren, was sich auch schrittweise in eurem physischen Körper manifestieren wird. Nun, um einen Alpha-Zustand des Bewusstseins zu erreichen und zu halten, sind drei Faktoren wichtig: Imagination, Sensitivität und Beeindruckbarkeit. Ein offener Geist, eine gute Haltung und der Willen, die gegebenen Techniken zu praktizieren, sind die vorbestimmenden Faktoren für euren Erfolg. Wenn ihr effektiv den Prozess lernt, werdet ihr herausfinden, dass es ein wunderbares Gefühl des Friedens und der Ruhe gibt, ein Gefühl des Wohlseins und eine Klarheit, wenn ihr euren täglichen Aufgaben nachgeht. Ihr werdet euch entspannter fühlen, ihr werdet fokussierter sein und mehr Energie haben. Nun, positive Selbstsuggestionen werden gesetzt, während ihr in einem tieferen Alpha-Zustand seid.
Doch sie werden ausgeführt und beibehalten, wenn ihr in einem leichten Alpha-Zustand, doch voll bewusst und wach seid. Das ist einer der effektivsten Wege, das zu programmieren, was wir sein oder haben wollen, und alte negative Muster, Süchte und Gedankenformen loszulassen. Indem wir das Geschenk unserer Pyramide des Lichts, der Macht in der fünften Dimension nutzen, fügen wir zu unserer Neuprogrammierung für die Zukunft ein kraftvolles und effektives Element hinzu. Dazu müsst ihr ein klares, detailliertes Bild von dem haben, was ihr zu manifestieren wünscht. Was ist eure wahre Absicht? Ihr müsst euch auf euer höheres Selbst ausrichten und nur um das höchste Resultat und das höchste Wohl aller bitten. Während ihr in eurer Pyramide seid, während des Neuprogrammierungsprozesses, bittet euer höheres Selbst, euch die versteckten Blockaden zu zeigen, wie Schuld, Furcht oder andere tiefsitzende Emotionen, die euch von der Erreichung eurer Ziele abhalten. Das Herausfinden und Verändern alter negativer Programmierungen und falscher Beschränkungen wird euch helfen, die Blockaden zu eliminieren, die euch von einem erfolgreichen Erreichen dessen, was ihr wünscht, abhalten. Viele Beschränkungen sind durch Kritik einer Autoritätsperson in unser Unbewusstes gelangt, als wir jung waren. Kritik erschafft Beschränkungen. Wir alle hatten Erfahrungen, die Schmerz, Schuld, Scham und ein Gefühl des Unwertseins erzeugt haben. Einige dieser Erfahrungen halten uns davon ab, mit unserem höchsten Potenzial zu leben, denn wir fürchten Misserfolg oder Kritik. Wir haben auch genetische Ängste. In der Bibel wird gesagt, dass wir von den Sünden von 7 Generationen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass wir innerhalb unserer DNA Abdrücke von Ahnen- und Massenbewusstseinsglauben haben, die Angst, Schuld, Überlebens- und Wertthemen beinhalten. Wir haben auch Ängste, die unsere 4 niederen Körpersysteme durchdringen: physisch, mental, emotional und ätherisch. Es ist möglich, alle diese verzerrten Glauben, Unausgewogenheiten und Programme zu klären, die bis zu unserer ersten Verkörperung zurückgehen, sozusagen mit einem leeren, neuen Blatt zu beginnen. Nun, da wir ein neues, erweitertes Bewusstsein gewinnen und lernen, wie die universellen Gesetze arbeiten, haben wir die Möglichkeit, Zugang zu unserer persönlichen Gotteskraft zu erhalten und jede Art Welt zu erschaffen, die wir uns vorstellen können. Wir sollten Veränderung als eine Lernerfahrung und eine Möglichkeit betrachten, zu wachsen und unser Bewusstsein und unsere Welt zu erweitern. Indem ihr eure Meisterschaft beansprucht und ihr mehr den Ergebnissen vertraut, die ihr erschaffen könnt, werdet ihr euch selbst dabei antreffen, wie ihr euch freut, zu verändern. 5 Wege, um euer Leben als ein Alpha-Meister zu verbessern. Erstens, schreibt jeden Monat eine Liste eurer Hauptziele. Schreibt sie bitte in der Präsensform, zum Beispiel ich übe, ich habe mein Idealgewicht, ich bin gesund, jugendlich und voller Energie, ich arbeite in meinem idealen Beruf, ich schreibe bedeutungsvolle Artikel und Bücher, ich erschaffe den Reichtum, den ich brauche, um mich sicher und zufrieden zu fühlen, und so weiter. Zweitens, praktiziert den Gebrauch der Metavision-Technik mindestens 3-mal am Tag, wenn möglich öfter, besonders beim Aufwachen, nach dem Mittag und abends vor dem Zubettgehen. Macht es auch zu eurer Gewohnheit, euch willentlich in und aus eurer Pyramide des Lichtes zu bewegen. Das wird eure kreativen Fähigkeiten verbessern und beschleunigen. Und es wird euch helfen,
immer höhere Frequenzebenen zu halten, wenn ihr euch selbst in einem aurischen Feld von Schwingungen der vierten und fünften Dimension umgebt. Übt die Techniken, bis sie zur Gewohnheit werden und fest in eurem Geist untergebracht sind. Drittens, das Leben kann freudvoll und voller Wunder sein. Erwartet Wunder, erfreut euch an ihnen und behaltet eine Haltung der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Erinnert euch selbst daran, dass in jedem Unglück der Samen eines gleichen oder größeren Nutzens liegt. Erhebt euch über die Situationen und seht das größere Bild. Akzeptiert dann die Herausforderung, wägt die Möglichkeiten ab und erschafft eure höchste Vision als ein Resultat. Viertens, wenn ihr bewandert seid im Halten eines Alpha-Zustandes des Bewusstseins, werdet ihr lernen, das, was ihr zu erschaffen wünscht, schnell zu programmieren und das zu eliminieren, was euch nicht dient. Wenn ihr die Bilder in eurer Pyramide des Lichts in der fünften Dimension verstärkt, wird sich die Energie so weit aufbauen, dass genügend Lebenskraft vorhanden sein wird, eure Visionen in eurer physischen Realität zu erschaffen. So funktionieren die universellen Gesetze der Schöpfung. Eure Fähigkeiten und Ergebnisse werden sich exponentiell verbessern, wenn ihr Meisterschaft erlangt, und bald wird es scheinen, dass ihr eure Wünsche fast sofort manifestiert. Ein Einspruch. Es liegt viel Wahrheit in dem Ausspruch: Seid euch sehr klar darüber, was ihr wünscht, in eurer Welt zu manifestieren, denn in aller Wahrscheinlichkeit werdet ihr es bekommen. Fünftens. Seid mutig und teilt eure erfolgreichen Techniken mit anderen. Wenn ihr darum gebeten werdet, teilt eure Vision und die Weisheit, die ihr durch Erfahrung gewonnen habt. So oft wie möglich und wenn es angemessen ist, lobt und macht Komplimente an diejenigen um euch herum. Geht aus eurer Bequemlichkeitszone und eurem eigenen kleinen Lebenskreis heraus, in dem Bemühen, eure Einflusssphäre auszuweiten. Und wenn ihr dies tut, so werdet ihr dabei helfen, die Weltsituation zu verbessern. Wisst, dass eure positive Handlung, liebevolle Gedanken und Taten zu euch vielfach zurückkehren werden. Auch das ist ein Gesetz des Universums. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.